sind die Jungs von der Mofa-Gang in Mülheim am Main und sie haben ein ganz großes Herz. Wir hatten einen Kumpel, der hatte Geburtstag, beziehungsweise seinen 30. Da hatten wir uns was Besonderes überlegen wollen. Da er ziemlich verbunden ist mit seiner Stadt, kamen wir dann drauf, okay, er kriegt von uns einen Mülheim-Hoodie. Er ist auch Lokalpatriot, liebt seine Stadt genauso wie wir. Und von daher sollte es was Spezielles sein, was es so eben nicht unbedingt gibt. Dann haben wir festgestellt, so, okay, wir wollen so im Freundeskreis mal verteilen. Da war auch die Nachfrage groß. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir mal so 10 Stück. Die Resonanz war echt gut. Wir wurden immer wieder darauf angesprochen. Dann haben wir gesagt, okay, da können wir durchaus vielleicht mehr draus machen. Und die selbst kreierten Mülheim-Kapuzenpullis schlagen ein wie eine Bombe. Über 150 Hoodies sind mittlerweile verkauft, zum Preis von 49 Euro. Doch warum lieben die Mülheimer ihr kleines Städtchen? Wenn man hier aufgewachsen ist und die Menschen und die Gegend kennengelernt hat, dann will man eigentlich gar nicht mehr weg. Und von daher würde ich sagen, wir zeigen es euch einfach. Gesagt, getan. Das erste Highlight in Mülheim sind bzw. waren die Mühlen, daher der Stadtname. Die Brückenmühle von 1545 steht noch. Gut, heute sieht sie leider nicht so prickelnd aus, im Winter und mit Gerüst. Aber demnächst soll die Mühle dann wieder in altem Glanz erstrahlen. Die Gegend um die Mühle ist beliebter Treffpunkt, sagt uns der 32-jährige Webseitenentwickler Sebastian. Hier werden Feste gefeiert im Sommer. Nebendran ist die Bahnhofstraße, die Einkaufsstraße. Da ist die alte Wagnerei, der beste Biergarten hier weit und breit, wo man im Sommer schön draußen sitzen kann. Und das ist einfach so ein herrliches Fleckchen. Die Stadt trifft sich einfach hier. Ah ja, auf geht's zum nächsten Highlight, dem Wasserturm, das Mülheimer Wahrzeichen. Knapp 43 Meter hoch, erbaut im Jahr 1912. Rauf kann man nur mit Sondergenehmigung. Was die Jungs noch nicht wissen, wir haben eine. Und würdest du gerne mal hoch? Ich würde gerne mal rein, ja. Ja, dann machen wir das jetzt. Okay. Ich hol den Herrn mit dem Schlüssel. Sehr lustig. Und schon geht's los. Stefan Petri von den Wasserwerken ist so nett, uns reinzulassen. Doch er warnt. Ich hoffe, von euch hat keine Höhenangst. Viele haben schon hier im Wasserturm festgestellt, dass sie Höhenangst haben und haben dann irgendwann angefangen zu klappern mit den Beinen. Und los geht's mit dem Aufstieg. Die 176 Stufen schaffen die Jungs trotz Maske. Dann oben große Begeisterung. Ich finde es total cool. Nee, hatte ich überhaupt gar nicht erwartet. Ich habe vorhin noch gedacht, wow, du warst noch nie im Wasserturm und ist schon echt abgefahren. Super cool. Doch die Pulli-Geschichte ist noch nicht zu Ende. Besuch im Supermarkt von Costa, dem Griechen. Neben der Homepage werden die Pullis auch hier verkauft. Und sie laufen wie warme Semmeln, weiß Costa. Ja, die werden hier gekauft. Alles auch jeden Tag 2-3 Stück hier weg. Ich finde es eine klasse Aktion und die Jungs sollen auf jeden Fall so weitermachen. Von jung bis alt, also wirklich auch als Geschenk vergeben. Es gibt auch, also ich bin überrascht, dass auch viele ältere Leute kommen, die haben wollten, die sie auch dann nächsten Tag oder übernächsten Tag halt auch anhaben hier. Ne? Costa hat natürlich auch selbst einen Pulli. Eigentlich kommt er aus Griechenland, ist aber ebenso großer Mülheim-Fan. Beides ist schön, wirklich. Hier haben wir die Steinbrüche, in Griechenland haben wir das Meer. Ne? Genau, die Mülheimer Steinbrüche, ein wunderschönes Naherholungsgebiet. Und mehr gibt's irgendwie auch, zumindest einem Beachclub im Sommer. Doch die Pulli-Geschichte geht noch weiter. Der 40-jährige Maschinenbauingenieur Patrick erzählt uns vom großen Herz der Jungs. Wir spenden das komplette Geld an Rettet Kinder, Rettet Leben e.V. Das ist ein Verein hier in Mülheim. Und weil wir gesagt haben, aus Mülheim für Mülheim, wollten wir da was zurückgeben. Und deswegen spenden wir quasi sämtliche Einnahmen und Gewinne. Und wie geht's nun weiter nach dem großen Erfolg? Gehen die Jungs nun unter die Modedesigner? Ist für uns definitiv in Planung. Wir haben das Feedback bekommen. Das Feedback ist da bei den Leuten. Und im Sommer auf jeden Fall T-Shirts, Poloshirts werden wir mal schauen. Vielleicht irgendwie eine coole Tasche zum Einkaufen. Die Geschichte der Mülheimer Mofa-Gang mit Herz ist also immer noch nicht zu Ende. Fortsetzung folgt.